Anusovic mit dem Ball auf die zweite Stange. Das war mal eine gute Variante. Bernardo mit der Ferse und der Ball ist im Tor. Also das war mal eine der wenigen Situationen, in denen Salzburg... Ja, gut gemacht von Jusic. Die Flanke ist auch super. Ja, das war natürlich eine sensationelle Einzelaktion und mit einem Doppelpack binnen weniger Minuten. Schein Radlinger mit einem ganz schlechten Abschlag. Christensen hat dann Glück, dass dieser Pass so abgefälscht wird, dass Benjamin Šeško freie Schussbahn hat. 37 Minuten absolviert. Nur kurz, die erste Minute der Nachspielzeit. Ecke Seiwald und da steigt schon wieder dieser Benjamin Šeško in die Höhe. It's a wonderful ball to find Šeško. There's no flag, but there is a brilliant finish. The 18-year-old makes Salzburg progress. It's a busy boy in that first leg. He's made a huge error there, though. Šeško, the goal scorer, tees up Aronson. 87th minute. Šeško pushes ahead. Another chance for Okafor. Stopped. The follow. 3-1. Bjergard. Šeško legt zurück für Capaldo. Und der ist auch drin. Okafor schon wieder drinnen im Strafraum, umringt von vier Karlsdorfern. Hat das Tempo, kann vorbeigehen im Rückraum. Wieder Christensen. Jetzt der Ball im Tor und jetzt die Salzburger. Langer Ball in die Spitze auf Šeško und der gleicht aus. Auch dieser Treffer wird unhaltbar abgefälscht von Renner. Christensen, der bringt den Ball zur Mitte und Šeško hämmert die Kugel zum Ausgleich in die Maschen. Nach diesem Zuspiel von Mauritz Gierkart, der ebenfalls eingewechselte Benjamin Šeško kompromisslos ins kurze Eck, das 6:0 für den Meister und Tabellenführer. Aber da kommt die 22. Capaldo, Šeško, 1:1. Dann der kurz zuvor für Okafor eingewechselte Benjamin Šeško, alles klar. Eine feine Adeyemi-Flanke verwertet er, Volley zum 3:0. Schlecht geschlagen, dann dieser Diagonalpass auf Wöber, schießt ihn mit Problemen Šeško mit dem Abstauber zum 1:0 in der 19. Minute. Hier Platz hat das Auge für Okafor, Fernando scheitert aber. Diesmal ist Benjamin Šeško erfolgreich. Die dritte Top-Möglichkeit kann dem Druck nicht standhalten. Fürchterlicher Fehlpass zu Šeško. Früchtl entschärft den ersten Versuch. Beim zweiten Beweis der Übersicht und Noah Okafor.